Hello, I'm Pixie Lott on Ebru Beauty Lounge, and since I love smoky eyes, I would like Ebru to show us how to do it. Hello, Pixie, this is Ebru from Ebru's Beauty Lounge, and yes, this is your look, smoky eyes, and enjoy your makeup tutorial, and greetings to you and all your German fans. Bye! So, halli, hallo, ihr Lieben. Heute machen wir jetzt dieses tolle Pixie-Lot-Video. Wie ihr sehen könnt, sind das jetzt Smoky Eyes geworden und das machen wir jetzt zusammen. So, ich hoffe, es macht euch jetzt Spaß. Ich habe angefangen jetzt mit einem Elf-Puder von elfkosmetik.de und dieses Puder gebe ich mir unters Auge drauf, weil ich ein bisschen Angst habe, dass da irgendwas runterkommt vom Augen-Make-up. So, deswegen tue ich da ein bisschen was hier drunter. Wie findet ihr die Haare? Ich muss mich echt, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Also ich finde es so scheiße, das sieht es nicht aus. Nur das nervt mich ein bisschen, dass die arg glänzen, die Haare. Ansonsten ist es eigentlich eine coole Sache, ne? Ja, Basis aufs Auge. Hier nehme ich MAC Paint in Untitled. Also, das ist so ein helles. Da. Und das gebe ich jetzt aufs Auge drauf. So, soll ich mal ein bisschen Zoom machen? Ich mache mal Zoom. Machen wir mal ein bisschen scharf. So. Schön verteilen. Das ist so ungewohnt, ey. Na egal. Vergessen wir mal die Haare. Dann, also wir fangen eigentlich an mit einem dunklen Ton. Und das ist, ja, bei MAC. Mhm. So sieht die aus. Night Divine heißt die Farbe. Also das ist so ein grauschwarz. Und das nehmen wir, also ich nehme das mit einem Pinsel. Wo bist du? Ah, nehme ich jetzt mit den, ich habe den anderen nicht da. Das ist ein fluffiger Pinsel und mit dem tragen wir dieses Dunkle einfach hier auf das ganze Auge drauf. What would my daddy say? Oh, das ist so ein Ohrwurm, ey. Gestern lief das den ganzen Tag im Radio. Ich konnte nicht mehr aufhören. Also da hat sie wohl echt ein tolles Lied komponiert. Nee, nicht komponiert, gesungen. Ich weiß nicht, ob sie es selber geschrieben hat. Und ich war total geschockt, als ich gesehen habe, wie alt die Pixie ist. Ich habe sie ein bisschen älter geschätzt. So vom Aussehen her und so. Ich glaube, die ist 18 oder 17 oder... Ich dachte, die wäre 28. Das Ding ist, man kann ja manchmal gar nicht mehr unterscheiden, wie alt ein Mensch wirklich ist. Wenn ich jetzt so die Jugendlichen von heute sehe und wo ich dann höre, die ist 16, sieht aber aus wie 25, das ist echt schon heftig. So, dieses Dunkle tracht ihr jetzt da ein und geht hier mit ein bisschen in die Lidfalte und verblendet das mit diesem Pinsel super. So. Also der Look ist nicht allzu schwer. Ah. Für alle, die mich nicht kennen, habe ich schon erwähnt, Ebru's Beauty Lounge auf YouTube. Dort könnt ihr ein paar mehr Make-up-Tutorials gucken. Jetzt nehme ich so einen vorne angespitzten Pinsel, nehme dieselbe Farbe und gehe damit hier drunter. Und das verblenden wir so schön. Also das soll ja smokig, rauchig aussehen und deswegen müssen wir das schön unkantig aussehen lassen. Hier oben geht es ein bisschen. Also das ist echt kein schwieriger Look. Jetzt nehmt ihr euch einen schwarzen Eyeliner. Der ist bei MAC. So sieht es aus. Also das ist ein Cream Eyeliner und den nehmt ihr mit einem Pinsel hier raus. Und ich habe mal einen Tipp für euch. Die trocknen ja sehr schnell aus. Ihr könnt die, wenn sie diese benutzt, legt sie einfach so auf den Schreibtisch oder wo ihr euch gerade schminkt. Weil ich habe auch keine Lust, jedes Mal dieses Ding hier zuzuschrauben. Und so kommt halt keine Luft dran. Und wenn ihr es wieder nimmt,
Und dann wieder so hinlegen. So, und jetzt machen wir uns einen Eyeliner. Der muss aber nicht gut sein, oder? Wir haben zu viel, ne? So. Und also guck, der muss echt nicht gut sein. Jetzt will ich hier ein bisschen viel, wo soll ich hinschmieren? Ich hatte mir Kirschkerne gekauft für ein Körnerkissen. Mal gucken, ob ich das noch einmal hinkriege. So, und dann nehmt ihr wieder diesen Verwischungspinsel und verwischt das Schwarze hier ein bisschen, so dass es nicht exakt gerade aussieht, sozusagen. Und Pixie hat das auch so in ihrer Ansage für meinen Kanal. Danke nochmal dafür. So, jetzt nehmen wir wieder diesen Eyeliner und das kommt dann hier unten in die Wasserlinie rein. Das ist nicht schwer. Schwierig. So. So, mach ich mal wieder raus. Jetzt mit einer Wimpernzange die Wimpern vorbereiten, weil gleich kleben wir Wimpern auf. Die sind von kosmetikforless.de. Dort habe ich welche gekauft. Red Cherry sind das, Nummer 213. So sehen die aus. Sehr natürlich. Und die versuchen wir gleich aufzukleben. Aber vorher tuschen wir die Wimpern. Kurz schwarz. Damit das noch natürlicher aussieht. Und unten auch. Für Ungeübte erst unten tuschen und dann oben. Ich habe hier gar kein Spiegel. Warte mal, machen wir mal kurz reingucken, wie das aussieht. Exakt, ich genau gearbeitet habe. Ja, okay. So, jetzt kleben wir die Wimper auf. Ich habe jetzt hier einen Kleber, Duo-Kleber, auch dort bestellt. Und der ist halt schwarz, der Kleber. Der hat 6,50 € gekostet und ich glaube, damit kommt ihr ein Leben lang aus. Da habt ihr die Wimper und dann macht ihr hier so einen Strang da drauf. Ja, dann warten wir kurz. Eine halbe Minute, bevor ihr das aufklebt. In der Zwischenzeit kann ich euch sagen, was ich für die Lippen benutzt habe. Ich habe hier so ein bisschen Concealer drauf gemacht. Und dann habe ich hier diesen Lipgloss von Rival de Luxe genommen, Nummer 018. Der ist einfach nur glossy. Und Pixi Lott hat da auch, glaube ich, nur Gloss drauf. Und dann habe ich ein Rouge genommen von e.l.f. Cosmetics, Farbe Warm Tan. Und den habe ich einfach nur so mit diesem großen Pinsel diesmal. Weil sie glitzert so ein bisschen im Gesicht. Deswegen habe ich jetzt das genommen. Was ist das denn hier? Ja. So. Halbe Minute ist um. Jetzt kleben wir die Wimper auf und dann sind wir schon wieder fertig. So. Einfach dran halten. Ich muss mal kurz in den Spiegel gucken. So. Jetzt sind sie aufgeklebt. Jetzt warten wir kurz, bis es eingetrocknet ist. Und in der Zeit zoome ich euch raus. Na toll, das hat so gut gemacht. Ja, das ist Pixies Look. Ich habe keine Haare wie Pixie. Ihr wisst, ich habe kurze Haare. Und hier die Perücke habe ich auch bei Cosmetic Forless bestellt.
Und ich fand, die hat so ein bisschen gut gepasst. Außer die Locken jetzt, aber. Ich finde, so scheiße sieht das gar nicht aus. Ich habe es vergessen. Wartet. Wenn ihr dieses Grau da drauf habt, dann müsst ihr noch eine andere Farbe drüber machen. Und zwar ist das die Farbe hier von VAX, auch von MAC. Und die habe ich hier nur in die Lidfalte reingemacht, um das so ein bisschen zu verblenden und unter die Augenbraue. Und wenn ihr mögt, könnt ihr noch ein bisschen schwarz machen, aber müsst ihr nicht. Und das sieht traurig aus. So, fertig, Pixie. Wie gefällt dir dein Look? Ich hoffe, das sieht gut aus. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr, wo ihr raufgehen müsst. Und ja, Pixie, ich wünsche dir viel Erfolg in Deutschland. Und natürlich auch auf der ganzen Welt. Und ich denke, du bist ein klasse Mädel. Also, dann bis dann. Tschüss. Oh, 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 oh.